What is it about this parcel of land, set deep amongst the Georgia pines, that draws us in so? Is it the beauty? Is it the color? Is it the sound and the breezes? Is it the history? It's all of that. Everything together makes this place special. This is Augusta National. This is the Masters. Jack Nicklaus, of course. Six-time Masters Tournament winner, one of the game's greatest icons, synonymous with Augusta National. And Tom Watson, Masters champion in 1977 and 1981. I can tell you that all three, not surprisingly, knocked it in the fairway to the delight of the patrons assembled. It was then that the Masters Tournament was officially declared underway. From the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, EA Sports so proudly presents the Masters. Today, we begin this annual rite of spring amongst the blossoming azaleas and dogwoods, live opening round coverage of this tradition that is truly unlike any other. This is going to be a compelling 4 days of golf. A lot of storylines to follow as we move through the weekend and we take a look at the leaderboard here in round one. We've got a tie at the top at 2 under par. Meanwhile, our featured golfer ready to begin the quest for a green jacket. So, Freunde, ihr habt es gesehen, ein völlig anderes Intro für alle, die also den Karrieremodus noch nicht gesehen haben. Wir haben uns qualifiziert nach der Amateur Championship in England und St. Andrews haben wir da gespielt, Schottland eigentlich. Und jetzt dürfen wir also hier als Amateur, wohlgemerkt, am ersten Major des Jahres teilnehmen. Und das ist der Klassiker, natürlich Augusta National, das Masters. Und ich fand es besonders interessant und aufregend, natürlich am Anfang hier, die Größen des Golfsports, die in der Hall of Fame sind, hier am Anfang ist es Tradition, dass die hier das Turnier sozusagen eröffnen. Gary Player, traditionell Südafrikaner meines Wissens, traditionell hat er immer in Schwarz gespielt, hat man sofort erkannt. Ja, ganz, ganz toll. Fand ich richtig stark und cool. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen auf uns konzentrieren. Wir stehen am ersten Abschlag und das Leaderboard zeigt an, dass im Moment minus 2, sozusagen 2 unter, ist jetzt im Moment das Maß der Dinge. Wir sind in der Vormittagsrunde, das heißt, nach uns werden noch jede Menge Leute kommen. Also, egal wie das Ergebnis ausfällt, es wird nach uns noch jede Menge Spieler geben, die das natürlich dann verbessern können. Okay, Freunde, wir wollen loslegen und die erste Bahn, 456 Yards, ist natürlich schon mal gleich ein bisschen eine Herausforderung, weil die Bunker auf der rechten Seite, die müssen wir ein bisschen aus dem Spiel nehmen, das hilft nichts. Aber das Grün ist besonders anspruchsvoll. Also, der Wind kommt, hilft uns ein bisschen, weil er von hinten kommt, doch relativ ja, spürbar. Und das Fairway geht ein kleines bisschen nach links, der Ball wird also links wegrollen, eigentlich vom Bunker weg. Deswegen versuchen wir den hier auf die rechte Bunkerkante zu spielen und dann sollte er eigentlich links rüberlaufen. Ohne Kurve, einfach mal geradeaus. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, er geht ein kleines bisschen nach links. Okay. Always good to get those jitters out of the way, and that is a good start to Masters Week. A tee shot in the fairway to begin this first round. Ja, das war schon mal ganz okay. Und from 173. Wir haben schon den ersten Daily Quest erfüllt. Wir haben ein Fairway in Regulation. So, die Fahne steckt ganz hinten rechts. Da ist nämlich auch ein kleines Plateau. Er schlägt uns ein Eisen 7 vor. Ich möchte auf jeden Fall erstmal aufs Grün kommen und er wird ein bisschen rollen. Wir sehen aber, dass wir 17 Fuß bergauf haben. 17 Fuß bergauf. Der Wind kommt, wie gesagt, von rechts. Wir werden versuchen, den ein kleines bisschen reinzudrawen. Nicht viel. So, und eigentlich müsste der Ball relativ schnell zum Liegen kommen.
Er bleibt links vom Stock. Und er rollt. Ja, okay. Das ist okay. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just going to have to be careful with the lag putting. So, und jetzt wird's interessant. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wiederhole ich mich zum dritten Mal. Denn ja, jetzt haben wir natürlich keine Puttlinie mehr, die uns hilft. Wir müssen uns ausschließlich hier auf diese Grids verlassen. Wir sehen es rechts unten, es geht deutlich bergauf. Und deutlich bergauf heißt in dem Fall ein Fuß. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir bei einem Fuß locker hier drei Kästchen zurückgehen, damit wir überhaupt bis hinkommen. So, das ist erstmal so der erste Richtwert. Den muss man sich eigentlich dann auch so ein bisschen aneignen, angewöhnen. So, das Ganze geht am Anfang deutlich nach rechts und dann hält sich eigentlich die Waage. Deswegen werden wir hier so... ja, bisschen linke Lochkante anhalten. Und Ziel muss es einfach sein, den Ball an den Stock zu bringen für einen guten, kurzen, sicheren zweiten Putt. Ja, der war sogar noch zu kurz, ein bisschen zu schwach. Okay, not a bad effort. Hat er aber eine gute Linie. Und jetzt müssten wir eigentlich mit rechter Lochkante. So, wir machen nochmal ein bisschen Gas. Das erste Pärchen in Augusta National spielen. Now to the second 575-yard par 5 down the hill here at Augusta National, one of two fives on this first nine. This is a place where you can make something happen and jumpstart your round. So, die 2, ein schönes Par 5. Bergab mit einem Bunker im Fairway, natürlich genau in der Landezone. Hier wird versucht, als abzukürzen über die linke Seite. Oder man spielt halt eben mit dem Draw das Fairway runter. So, lasst uns mal ganz kurz aufs Leaderboard gucken, denn das möchte ich ganz kurz zeigen. Also im Moment sind wir geteilter 13. Und ganz, ganz wichtig, da unten steht in Klammern ein A. Ein A, ich betone es nochmal, ich wiederhole es noch einmal. Wir sind Amateur. Wir dürfen hier als Amateur mit den ganz, ganz Großen des Golfsports spielen. Keegan Bradley führt jetzt mittlerweile mit minus 3. So, Will Zalatoris ist auch mit dabei und natürlich Matsuyama, geteilter 5. im Moment. Ja, und wir haben hoffentlich, und das ist ja erstmal das Ziel, ich glaube, irgendwo müsste es stehen, genau auf der linken Seite ist erstmal das Ziel, make the cut at the Masters. Wir müssen schauen, dass wir ins Wochenende kommen, das muss erstmal das Ziel sein und dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickeln wird. Okay, wir kommen zurück zum Spiel. Wer denn... oh ja, der Wind ist jetzt leider nicht mit uns. Er kommt von der linken Seite. Wir werden trotzdem hier versuchen, die linke Bunkerkante und dann den Ball wieder rein zu drohen. Ja, wir müssen doch ein bisschen weiter rüber. So, noch ein bisschen mehr Draw. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, startet Richtung Mitte Bunker. Oh, das ist ein bisschen zu knapp. Das ist zu knapp. Da haben wir uns bös verschlagen. Da haben wir keine Chance, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. It's into that lone bunker at the top of the hill. So a second shot, Noda, from the bunker. Playing from the fairway bunker at the second makes it awfully difficult to find the green in two. Most likely gonna have to lay up and try and set up the third. Ja, wir sehen es, also er schlägt uns zwar ein Holz 3 vor, das ist natürlich lächerlich, weil wir kommen ja nicht über die Bunkerkante rüber. So, wir werden also jetzt hier einfach nur den Ball rausschlagen. Und ihr seht es an der blauen Linie, jetzt würde die blaue Linie in die Bunkerkante gehen. Und das hat ja einen Grund, warum hier die Bunkerkante auch so hoch ist. Damit man im Prinzip eben keine Chance hat, mit dem zweiten das Grün zu erreichen. Das ist natürlich ein Big Mistake. So. Und auf der anderen Seite wollen wir ja definitiv nicht an der Bunkerkante hängen bleiben. Und dann spielt es eben auch keine Rolle, ob man jetzt 100 Yards oder 120 Yards. Der Ball wird sowieso hier runterrollen.
Und deswegen werde ich hier ein sicheres Eisen 9 spielen. Wobei, lass mich kurz überlegen, 153, 264, ja 100 Yards. Das wird dann anschließen. Oh ja, die Fahne steckt ja ganz, ganz links hinter dem Bunker. Ja. Doch, wir versuchen ein bisschen näher ranzukommen. Und zwar doch hier über die rechte Seite, damit er dann ein bisschen links runterrollt. Und wir ein bisschen mehr Grün zum Anspielen haben. Ja, der Winkel ist dann einfach ein bisschen anders und wir können dann mehr über rechts reinkommen, wenn er hier rechts liegt. Ansonsten liegt, ist die Fahne direkt hinter dem Bunker. Also gut, wir werden es so versuchen. Ist natürlich auch die Bunkerkante ein kleines bisschen höher. So. Okay, bleibt sofort liegen. Okay, that's a good, safe play. Get it back out into the wie er über die Bunkerkante guckt. Distance, if you can, and gets it to try and make a good third on this par 5. So, wir haben jetzt also hier ein bisschen mehr Luft hier rechts, als wären wir jetzt auf der linken Seite des Fairways. Und wir müssen eben schauen mit dem 50er Wedge, mit dem 54er Wedge, mit dem 50er. Okay, wir haben ein bisschen Gegenwind. Wir werden versuchen, den Ball etwas höher anzuspielen. Damit er etwas schneller liegen, zum Liegen kommt. So, er sollte hoffentlich aufs Grün kommen. Hat er Spin? Ja, er spinnt zurück. Okay. Ach du Schande, ja. Da ist eine Kuhle. Jetzt rollt er da runter. Naja. Well, the ball is on the green. That's about all I can say with that. With a short wedge in hand, you'd expect that certainly be much closer than that. Ja, da haben wir einen 20 Meter Putt vor uns. So, ich habe ganz kurz links den Caddy gesehen. Traditionell in Augusta haben alle Caddies diesen weißen Overall. Warum? Damit sie eben ja keine Werbung tragen und weil die Caddies des Platzes. Am Anfang war das so, da mussten die Spieler mit den Caddies des Platzes arbeiten und die hatten diesen weißen Overall immer an als Arbeitskleidung und irgendwann war dann der Kompromiss zu sagen, okay, die Spieler dürfen ihre eigenen Caddies mitbringen, aber die müssen dann eben diese Overalls tragen, als würden sie zum Platz gehören. Okay. So, das ist am Anfang, oh ja, das ist natürlich extrem bergauf und wir sind ja vorhin schon wieder auf die Schnauze gefallen. 2 Fuß. Also, dann müssen wir mindestens 3 und das Ganze nochmal. Also auf jeden Fall so ungefähr, denke ich. Es wird nichts helfen, wir müssen da hochkommen. Lass mich nochmal schauen. 3 Kästchen. Das sind dann nochmal so ungefähr 3 Kästchen. Und wir müssen auf jeden Fall, weil wie gesagt, das sind fast, das sind 2 Fuß. So, das Ganze geht von links nach rechts. Eigentlich nicht viel. Aber da oben ist nochmal eine kleine Welle, deswegen werden wir hier anhalten. Ja, wird schon sehr schnell langsam. Ja, 5 Fuß. Just 5 feet left. So, es gilt einfach hier das Paar zu spielen. Und es geht, wie gesagt, immer noch deutlich bergauf. Deswegen mit Schmackes. Wir haben wenig Break. Deswegen linke Lochkante. Und wenn man mit Schmackes spielen, müsste eigentlich die Linie gut halten. Sehr gut. Good putt there. It's in for par here at the second. And he'll stay at level par. Ja, jedes Pärchen ist hier ganz, ganz wichtig. Onward now to the classic 350-yard par 4, third hole here at Augusta National. Best probably to hit short of the 4 fairway bunkers and then have a full shot into this green, which sloped right to left. So, das ist jetzt ein ganz, ganz spannendes Grün. Die Fahne steckt vorne und wir sieht ja diese False Front. Vorne rechts, das wird auch schwierig. Aber wir lieben ja Herausforderungen. Nichtsdestoweniger hat man natürlich hier die Option, den Ball. Man kann den sehr weit runterschlagen. Es geht aber dann hier links den Hang runter. Lass mich mal kurz schauen. Naja, der Wind treibt den ganz schön rüber.
müssten eigentlich versuchen, hier auf der rechten Seite zum Landen zu kommen. Wenn wir das Ganze mit einem Fade ein bisschen entgegenwirken. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. You can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. So, dass er links runterrollt, kann man einfach nicht vermeiden. From the fairway, we check in with Noda. Well, it's a short shot on paper, but this shot will definitely embarrass you if you don't pay attention. Green is sloped severely from right to left. It's elevated, which makes it awfully difficult to get the ball close. Wir müssen auf jeden Fall rechts bleiben. Das Grün geht nach links. Wir dürfen aber auch nicht zu kurz sein, weil sonst rollt er uns wieder vor die Füße. Aber ich würde es gerne mit einem Flopshot probieren, damit er liegen bleibt. Und natürlich müssen wir auch ein bisschen was riskieren. Ja, er springt gleich nach rechts. Das heißt, er kommt gar nicht. Ja. Okay. Genau das wollte ich vermeiden. Ja, da wäre die klügere Entscheidung vielleicht doch Mitte grün gewesen und einfach mit zwei Putts wieder reinzukommen. Ja, das mit der Kamerasteuerung, das ist auch immer so ein bisschen ein Punkt, wo ich mir sage. Ja, es ist halt ein klassischer Bump and Run eigentlich, aber da habe ich hier keine Ahnung, wo man jetzt den hier genau reinschlagen sollte. Das müsste man mit diesem Runner machen. Und eigentlich würde ich mich mit dem High Flop wohler fühlen. So. Aber wie gesagt, er wird nach links springen, also müssen wir eigentlich auf der linken Seite bleiben. Er fliegt schon wieder nach rechts. Okay. So hätte eigentlich der andere sein sollen. Jetzt müssen wir natürlich wieder ums Pärchen kämpfen. Und wir haben natürlich einen ganz schönen Break. Es geht leicht bergab. Es geht leicht bergab. Ja, das wird... Der wird vermutlich gleich nach links wegbreaken. Und er wird natürlich rollen. Ja, zu viel. So, jetzt geht's bergauf. Dann geben wir ihm einen richtig mit. Linke Lochkante. Nicely judged, though it's 4-5 here at the par 3. And he'll drop back to 1 over par. So, das hat uns jetzt Plätze gekostet. Wir sind jetzt auf Platz 24. Ja, auch hier sieht man es ganz, ganz deutlich, dass da so eine Welle ist. Und 237 Yards ist natürlich jetzt kein Kinderspiel. Und er will, dass ich hier mit dem Holz reinschlage. Die sichere Variante wäre natürlich, hier oben reinzuschlagen. Und dann müssen wir hier halt den Berg runter putten. Und da muss man dann wieder sehr vorsichtig sein, weil es natürlich dann hier auch runter geht. Ich tue mich aber gerade ein bisschen schwer. Am besten wäre eigentlich hier mit dem Hybrid hier von links rein und dass er dann eventuell hier hochrollt. Im Zweifel wird er natürlich im Bunker landen und dann müssen wir natürlich einen guten Bunkerschlag machen.
Mit dem Hybrid, wo würden wir denn theoretisch kommen mit dem Eisen? Nee, Eisen 4 reicht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall das Hybrid, denn wir müssen ja... Naja gut, es geht bergab, aber man sieht halt, das Eisen würde erst gar nicht bis hier in die Falls-Front kommen. Die wird uns verhungern. Wir werden es so probieren und dem Ball eine Kurve mitgeben, dass er hoffentlich nicht in den Bunker geht. Und wir werden ein bisschen hoch anspielen, dass er hoffentlich auch etwas bestschneller zum Liegen kommt. Oh, das war ein bisschen überpaced. Die Kurve ist nicht verkehrt, aber der ist deutlich zu lang. Der ist deutlich zu lang. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir chippen oder pitchen. Ja, ein Pitch wird schnell. Ja, das Problem ist natürlich, dass es hier zur Fahne runtergeht. Und den zum Liegen zu bringen. Ich persönlich bin ja immer ein Freund des High Flops, weil er da einfach liegen bleibt. So, wir müssen nochmal schauen. Er wird ja definitiv hier runterrollen. Also müssten wir eigentlich ziemlich weit links vom Stock anhalten. Die Frage ist natürlich halt auch, wird er wieder nach rechts wegfliegen? Okay. Ja, das ist natürlich auch klar, dass er dann zu viel Spin hat. Okay, vom Putt her ist es sehr eben. Wir spielen trotzdem immer mit ein bisschen mehr Schmackes. Aber der geht unheimlich nach links. Das ist ein unheimliches Gefälle. Ja, vom Gefühl her so. Got it there, but not quite on target. So, auch hier wieder mit mehr und dann, es geht leicht bergauf und rechte Lochkante. Dann sollte er doch die Linie halten. Ja. Ja, die Enttäuschung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Das kann ich nachvollziehen. Wir werden ein kleines bisschen durchgereicht. We hole number 5, Magnolia, a par 4 at a stout 495 yards. Avoiding the two deep bunkers left of the fairway is a must, but a sloped green full of little hollows makes getting an approach to birdie range no small feat. Ja, wir müssen ganz klar hier festhalten, dass unser kurzes Spiel nicht gut genug ist, um ein gutes Up and Down zu erzielen. So, mit einem Putt sind wir auch noch nicht gesegnet. Also, da müssen wir dran arbeiten, gar keine Frage. So, wir haben ein paar 4, 478 Yards. Und wir müssen gucken, dass wir hier möglichst weit rechts landen eigentlich. Sonst haben wir Schwierigkeiten, wenn wir hier sind. Dann müssen wir um die Bäume rumspielen. Also ist das hier sozusagen die Zielrichtung. Der Wind wird den Ball noch ein kleines bisschen nach rechts drücken. Also versuchen wir es einfach mal so. Und ja, doch, wir werden noch ein bisschen mehr nach links gehen. Okay, und ab die Post. So, 266 Yards im Fluge, macht am Ende 287 Yards total. Uh, 210 Yards und das Grün ist meines Wissens auch kein einfaches. Da vorne ist eine False Front, da sehen wir hier ganz, ganz deutlich rot.
Wäre natürlich, wenn wir hier mit dem Eisen 4 reinkommen. Ich werde ja eher ein Eisen 5 spielen. Und wir werden den definitiv rein drawn. In der Hoffnung, dass er dann hier langläuft. Naja, die Kunst ist definitiv hier, die Bälle natürlich aufs Grün zu bringen und auch zum Liegen zu bringen. Und dann müssen wir halt immer schauen, dass wir mit zwei Putts auch drin sind. Okay, wir drawn. So, wir spielen natürlich ohne die Möglichkeit, den Ball in der Luft dann noch entsprechend Spin mitzugeben. Das heißt, wir müssen ja schon im Vorfeld gut überlegen, wie wir den Ball spielen. Auch ein bisschen high, damit er nicht zu sehr rollt. Okay. Richtung ist nicht verkehrt. Er kommt aufs Grün. Ja, gerade so. Okay. A lot of movement on this putt left to right. I think the idea here is just to get it inside sort of a 3-foot circle. Ja, das geht jetzt hier schon wieder 2 Fuß hoch. Okay. Mindestens 3 Kästchen, dann nochmal 3 Kästchen, aber wir machen nochmal, wir machen auf 4 Kästchen, weil vorhin war er schon wieder deutlich zu kurz. Das Ganze bricht unheimlich nach rechts hier am Anfang. Deswegen gehen wir hier mal richtig hier 3, 2,5 hier links rüber. Aber wie gesagt, für uns ist eigentlich entscheidend mal die Richtung, die Länge und nicht die Richtung. So, was haben wir? Wieder 6 Fuß. Wir sind einfach zu kurz, zu langsam. Das ist natürlich ganz, ganz übel. So, jetzt nochmal gucken. Natürlich, es geht weiterhin stark bergauf. 2 Kästchen und wir haben ein bisschen Break noch von links. Wir sind jetzt ziemlich weit oben, also wir werden hier ein bisschen mehr als linke Lochkante machen. Dass er aber links hoffentlich reinfällt. Okay. Oh, nee. Jetzt haben wir dem einfach zu viel mitgegeben. Und jetzt liegen wir noch weiter weg als vorher. Oje, oje, oje. Ja, das ist nicht gut auf den Grüns. Das ist nicht gut auf den Grüns. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt geht es ein bisschen... Ja, okay. Okay. Das war dann doch too much. Und er geht unten vorbei. Das erinnert mich jetzt so ein kleines bisschen an Quail Hollow. Da steht der nächste 4-Putt an. So, linke Lochkante. Und dem geben wir wieder einen mit, weil es geht bergauf. So, und dann ist er doch noch drin mit einem Doppelbogey. Und die Tendenz ist klar zu erkennen. Die Tendenz ist klar zu erkennen, also es wird immer schlechter. Hier auf diesem ersten 9, es ist der 180-Yard-Par-3-6th, elevated tee, 2-tiered green. Chance to make it too, but you need to be precise on the tee. So. Ja, da haben wir natürlich dieses kleine Plateau. Das hier zu treffen mit dem Eisen 6. Eisen 7 wird zu kurz sein. Eisen 6 etwas länger mit dem Wind. Wir müssen schauen, dass wir definitiv da oben bleiben. Deswegen hierher. Da hinten geht es natürlich dann auch wieder ein bisschen runter und dann wird natürlich der Pitch wieder aufs Grün ein wenig schwierig. Ja, wir werden es so versuchen. Kriegen wir den Ball aber so zum Liegen? Nochmal schauen. Vielleicht doch ein bisschen kürzer. Ja, aber wir müssen ja auch durchschwingen. Okay, es hilft nichts. Wir müssen eine Entscheidung treffen und die müssen wir dann eben auch durchziehen. Aber Eisen 6, so ein kleines bisschen hier diesen. Oh ja, das war ein bisschen stark. Das war sehr stark.
Fällt er runter, bleibt er liegen? Ich glaube nicht, Tim. Ja. Okay, damit können wir leben. So, wir machen einen Chip. Und den Chip, da würde ich lieber einen 50er Wedge nehmen. Damit er dann doch ein bisschen mehr rollt. Wir haben hier 8 Yards. So, eigentlich müsste das so sein. Aber ich tue mich jetzt doch auch ein kleines bisschen schwer. Nehmen wir doch einen 54er. Okay. Sonst rollt er uns hinten wieder raus. Eigentlich müssten wir nur so weit. Das ist ja eigentlich diese Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel. Eigentlich müsste er jetzt deutlich, also er müsste ja mehr rollen. Es geht auch, glaube ich, ein bisschen bergab. Oh, nee. Das war natürlich auch wieder ein Kardinalfehler. Look out. I mean, that one came out jalapeno hot, Frank. Using all the real estate and now really got the work cut out to get down in two putts. So, also da sehen wir ganz deutlich, dass wir hier ziemliche Defizite haben. Und das liegt jetzt auch nicht am Feld, sondern das liegt wirklich daran, dass wir hier falsche Entscheidungen und falsche Schläge machen. Und das war jetzt ein bisschen knapp, aber man hat gesehen, er hat dann richtig Gas bekommen und da ist eine Mods Anhöhe. 3 Fuß und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. So, also, wir versuchen es nochmal mit der 4-Kästchen-Regel. Das heißt dann also hierher. Und dann müssen wir praktisch nochmal... So, es hilft nichts. Wir müssen ja irgendwie da hochkommen. Da oben wird es dann unheimlich nach links breaken. Ja, noch mehr, noch mehr. Wie gesagt, wir müssen einfach erstmal da hochkommen wieder. Nee. Well, that ball never really got rolling. That's gonna come up a good 10 feet short. So, das Interessante ist, dass der jetzt tatsächlich hier im Hang liegen geblieben ist. Okay. Ja, der wird sofort nach links wegbrechen. Und es geht natürlich immer noch deutlich nach oben. Also wir haben definitiv ein Tempoproblem. Er wird sofort nach links wegbrechen. Man, I just stared at that one too long. Sometimes you just gotta go with your gut. So, und da deutet sich schon wieder das nächste Doppelbogey an. So, das ist jetzt eigentlich ein gerader Putt. Okay, this par 3 shows its teeth. It is a double bogey. And that's going to drop him back down to 6 over. On to hole number 7 now, a par 4 at 450 yards. It's one of the narrower holes on the course, so precision is more important than power off the tee. The second shot is no bargain either, with a total of 5 bunkers completely surrounding a fairly small green. Ja, unser Caddy sieht schon das Preisgeld für das Wochenende davon schwimmen. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sind Amateur, wir kriegen kein Preisgeld. Wir spielen hier einfach nur der Erfahrung halber mit. Und die Erfahrung sagt uns, wir müssen hier links rein, denn der Ball wird rechts dann langsam runterrollen. Und das ist eine ganz, ganz enge Geschichte, um hier mit dem zweiten Schlag tatsächlich dann auch das Grün zu erreichen. So, wir werden hier gar nicht groß arbeiten. Ein bisschen mit dem Fade, aber nicht viel. Und der fadet überhaupt nicht, sondern er geht in die Bäume. Oder? Bleibt er noch im Fairway? Nein, 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 oder? Ah, ganz knapp.
Decent swing. Don't try and kill it. Exactly like that. Really good shot. From the fairway. Let's go to Noda. Well positioned in the fairway, but there is no guarantees to hit the green. It is protected by a series of bunkers all around it, and precision is a requirement. So. Und ich denke jedes Mal, das wäre hier bei mir im Mikrofon, aber wenn er hier vom Fairway aus redet, dann hört man doch tatsächlich immer ein bisschen den Wind im Mikrofon. Coole Sache, coole Sache. So, also ihr seht es, die Landezone ist nicht gerade besonders groß. Wir haben überall Bunker hinten, vorne, rechts und links und oben und unter uns, kann man fast sagen. Und der Stock steckt natürlich hier ganz rechts außen, das ist natürlich ekelhaft. Wer müsste eigentlich hier den hier in den Hang reinspielen, damit er eine Kurve macht und rechts rumläuft? Die Frage ist halt immer nur, mit welchem Eisen, mit welchem Schläger. Eisen 9 wird zu kurz sein. Wir werden es mit dem 8er versuchen. Im Zweifel landet er im Bunker. Im Zweifel landet er im Bunker. Wir könnten natürlich... Augenblick mal. Ein Zwischenschlag mit dem Eisen 7, aber dann hat er mehr Roll. Mit dem Eisen 8er bleibt er eher liegen. Tja, der hat einen Knockdown, der müsste den sofort zum Liegen bringen. Die Frage ist nur, reicht er dann von der Länge? Ja, schauen wir uns einfach mal an, was passiert. Es hilft nichts, wir müssen Erfahrung sammeln. Wir sind Amateur und versuchen uns durch Turniere die entsprechende Erfahrung zu erspielen. Und jetzt versuchen wir einfach mal spaßeshalber diesen Knockdown-Schlag, der eigentlich dafür sorgen soll, dass der Ball definitiv schnell zum Liegen kommt. Ja, fliegt ein bisschen flach. So, er springt hoch und okay. Zumindest sind wir mal auf dem Grün und ich hoffe mit vier Putts auch drin. Birdie putt coming up and we go to Iona Steven. I'm looking to see the break and I'm really not seeing a lot. If I had to push it, a hair of right to left depended on pace, slightly up the slope. So, den langen Putt hatten wir deutlich zu kurz, die kurzen Putts hatten wir deutlich zu lang. Ich bin ein kleines bisschen überfragt, wie wir hier arbeiten sollen. Das sind 10 Inches. Wir kommen einfach nicht mit unseren Putts an den Stock. Das ist ein bisschen frustrierend, will ich fast mal sagen. So, wir müssen definitiv irgendwie da hochkommen. 4, ein bisschen mehr als 4. Erst ein bisschen nach links. Seine erst geht er ein bisschen nach rechts, dann wieder ein bisschen nach links. Wir gehen aber trotzdem eher links. Wir müssen viel mehr auf die Gefahren hinten, beziehungsweise was passiert, wenn, achten. Ja, der kommt auch wieder gerade so und doch, er ist, glaube ich, übers Loch. Ja, schon wieder 5 Fuß drüber. Das sind einfach schlechte Putts, muss man einfach so sagen. Das sind schlechte Putts. Der war jetzt deutlich zu lang. Und wir haben wieder hier ziemliches Break. So, es geht wieder immer noch bergauf. Jetzt geht es wieder bergauf. Ja klar, logisch, der ist ein wenig drüber gerollt. Ist ein bisschen drüber gerollt. Yeah, well done. That's in for par here at 7. And he'll remain at 6 over. So, 6 über ist natürlich jetzt ein unheimliches Pfund. We move now to the 8th here at Augusta. This is an uphill 570-yard par 5. Avoid the fairway bunker off the tee and reaching in 2 is definitely a possibility. So, für alle, die vielleicht jetzt dieses Wochenende, und ich nehme jetzt hier am Samstag früh auf, das Wochenende ein bisschen Golf verfolgen, auch live. Es wird ja in Quail Hollow gespielt, was die PGA Tour angeht, aber die DP World, also praktisch, was früher mal die European Tour war, die ist zu Gast dieses Wochenende in Italien.
Und das ist insofern bemerkenswert, wenn ihr da mal reinschauen wollt, die sind im Marco Simeone, auf dem Marco Simeone Golfclub. Und der ist bei Rom und das ist auch ein Kurs, der in einem der nächsten Updates hier bei EA Sports PGA Tour dann auch nachgereicht wird. Weil, warum? Es ist der Ryder Cup Kurs und der Ryder Cup findet dieses Jahr statt. Lasst mich kurz schauen. Freitag, der 29. September, also es wird 3 Tage gespielt, Freitag, Samstag, Sonntag bis zum 1. Oktober, findet der Ryder Cup statt. Und für jeden Golfer ist der Ryder Cup sozusagen die Weltmeisterschaft, das Highlight. Alle 2 Jahre findet er statt. Das ist der Wettbewerb, wo die besten amerikanischen US-Spieler spielen, also genau die US-Boys gegen die Europäer. Das ist das Golfturnier-Event überhaupt und das findet immer im Wechsel statt zwischen USA und Europa. Und vor 4 Jahren waren wir in der Nähe von Paris und diesmal geht's nach Rom, eben auf diesen Platz, auf den Marco Simeoni Golf Club bei Rom. Also schaut euch das gerne mal live an auf Sky und dieser Kurs wird auch demnächst hier bei uns im PGA Tour hier entsprechend erscheinen und dann kann man den hier auch spielen. Natürlich denke ich rechtzeitig vor dem Ryder Cup. So, wir sind an der 8, haben mittlerweile +6 auf dem Konto. 3 Pärchen, das war erbaulich, der Rest durchschnittlich, beziehungsweise, ja, 550 Yards unser Par 5, das müssen wir den Berg hochspielen und müssen natürlich auch hier wieder versuchen, an dem Bunker vorbeizukommen, da nicht rein zu landen, nicht da drin zu landen. Das Ganze werden wir versuchen mit dem Fade. Ich hoffe, dass diesmal der Fade ein bisschen kommt, hier gegen zu steuern. So, das sollte jetzt hoffentlich gepasst haben, dass wir mitten im Fairway liegen. Die Länge ist ja überschaubar mit 272 Yards. Aber Ziel muss es ja einfach sein, nicht weitere Bogies, Doppelbogies zu spielen, sondern Pärchen. Und vielleicht haben wir dann irgendwann mal das Glück, dass wir eben auch das eine oder andere Birdie spielen. So, auf jeden Fall kommen wir hier nicht aufs Grün von der Entfernung. Wir müssen schauen, dass wir hier... Ah ja, das ist diese Spielbahn, glaube ich, ohne Bunker ums Grün. Ja, wir können den ein bisschen drohen, damit er noch ein bisschen zum Grün hinläuft. Ja, sehr flach geschossen. Aber man sieht es auch hier schon wieder. Eine ziemliche False Front, der Ball wird runterrollen. From the fairway noted, this is third. Ball sitting in the left half of this fairway, which definitely increases your chance of getting it close because of the angle. So, er möchte, dass wir den pitchen. Also ich würde ja gerne irgendwo nur da hinten drin liegen. Auf jeden Fall hinter den Stock. Danach ist es eigentlich relativ, man sieht es eigentlich, läuft alles zum Stock runter. Aber wenn wir deutlich zu kurz sind, dann rennt er uns wieder hier. Und das will ich eigentlich vermeiden. Das heißt, wenn wir den pitchen hier, das müsste doch funktionieren. So, hoffe ich doch. Yep. Okay, sensible play right there and that one on deck. Ja, ich gebe zu, wir sind ein kleines bisschen verunsichert, was die Längen angeht. Other than that, just slightly to the right. Und jetzt möchte ich ungern wieder zu lang sein. Sonst rollt er uns wieder hier vom Grün runter und dann haben wir echt ein Problem. Weil es geht natürlich bergab. So, 6 Inches. Also das heißt, wir werden hier definitiv hier. Aber irgendwie sollen wir trotzdem bis zum Stock kommen. Es hilft ja nichts. Wir wollen ja eigentlich auch gerne ein Birdie spielen. Weil wir müssen eigentlich auch Birdies jetzt spielen. Also wir haben uns relativ schon ins hintere Feld geschossen. So, das müsste eigentlich so sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir gehen hier hin, machen oben den Pfeil und dann hierher. Okay.
Jo, so werden wir das Ganze jetzt hier versuchen. Vorsichtig putten. Ja, der ist fast zu vorsichtig. Nee, die Länge war gut. Aber der ist zu früh rumgebrochen. Ja, okay, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen irritiert. Aber das ist man auch in der Realität oft, dass man das Break anders eingeschätzt oder anders einschätzt, als dass es dann wirklich läuft. So. Ein bisschen bergauf. Okay, that in for par here at the 8th. And he'll stay right where he is. Par 4 ninth is intriguing here at Augusta National. This is where you can see just how hilly the golf course is. It may not show up on television that way, but you can certainly feel it as you make your way up to this ninth green. So, die letzte Bahn für unser Video. Ihr wisst ja, wir spielen immer Front 9, Back 9. Und wir kommen zur 9 und auch diese Bahn ist sehr, sehr herausfordernd. Denn hier muss man definitiv den Ball gut ablegen. Der Wind drückt ihn. Wir werden versuchen, hier mit dem Draw dagegen zu arbeiten. Weil er wird dann auch rechts runterlaufen. So, ein bisschen mehr Draw und dann... Ja, ein sauberen Schlag. Das müsste eigentlich vom Drive gut passen. Ah, this is gonna be a beautiful draw down the hill into the big clearing, and it'll set up a good look at this ninth green. Ja, der rollt den gesamten Hang runter. 277 haben wir ja Carry geschlagen und am Schluss haben wir 335 Yards auf der Uhr stehen. From the fairway, we check in with Noda. Great angle from this location. You have a chance to get it close to this hole that's cut right in the middle tier of this green. Players able to use the backstop and use it to as a backboard to pull the ball close to the hole, but you have to carry it a minimum of 19 yards or else it will come off to the front edge. So, also hier haben wir das Phänomen, das wisst ihr ja hier auf dem Grün, das sind drei Stufen im Prinzip und die Fahne steckt in der mittleren. Nee, das ist gar nicht die mittlere, das ist die untere. Ah ja, da unten könnte man sie zwar auch noch reinstecken, aber das ist alles False Front und wenn der Ball zu kurz ist, dann ist er weg. Dann ist er weg. Knockdown war vorhin deutlich zu kurz. Da müssten wir ihn eigentlich hier hochschlagen. Boah. Ja, 50er Wedge kriegt nicht so viel Spin. Wenn wir den da hinschlagen, dann rollt er eigentlich rechts rüber. Eigentlich müsste man den dann hierher schlagen. Aber eigentlich wollen wir nur aufs Grün kommen, weil was anderes. Von der Länge her müsste er vielleicht hier liegen bleiben. Oh, nee, 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 nee. Bitte, 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 bitte. Oh, no, no, no. Ah. Schande, Schande, Schande. Not sure what happened there. Wrong club selection, poor execution. Regardless, a lot of meat still on that bone. Ja, im Prinzip sind wir jetzt genau wieder da, wo wir vorhin auch waren. Also das ist gerade jetzt egal. Das ist mehr oder weniger derselbe Schlag. So. Ja, der High Flop, der Ding Flop geht nicht. Der Long Flop, wir müssen den da zum Liegen bringen. And here's where that famous false front takes over here at number 9. That will come way down off the front of the screen. Ja, der rollt uns wieder gesagt direkt vor die Füße. It's a slow start and you can blame it on the short game. Ja, blame it on the short game, das ist absolut richtig. So, da kriegen wir nochmal unser kleines Waterloo praktisch mit auf den Weg hier an der 9.
Denn das ist jetzt schon wieder für Par, fürs Par. Und wir sind immer noch nicht auf dem Grün. Und jetzt werden wir den pitchen, das hilft gar nichts. Und zwar richtig hinten rein, hoffe ich. Ja, es ist halt einfach auch die Höhe. So. Es hilft nichts, dann muss er halt einfach entsprechend laufen. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht der richtige Schläger ist. Stopp, Pitch. Wir werden jetzt hier einfach mit dem 54er. Ja. Dann muss er einfach weniger Spin haben und dann müsste er ja mehr hochrollen. Es hilft nichts. Wir müssen endlich auf das Grün kommen. So, und jetzt rollt er wieder ein bisschen rechts runter und dann ist er zumindest auf dem Plateau. Komm runter, komm runter. Okay. The struggle is definitely real. A lot of poor shots on this hole. So, und wir sehen ja, was da für ein Break ist. Es geht also zum Loch runter. 4, also das machen wir ein Kästchen, so anderthalb. Und dann müssen wir wieder ziemlich weit nach rechts und das Problem wird sein, dass der nicht liegen bleibt. Ja, ja. Wir müssen gucken, dass wir oberhalb vom Loch sind. Ja, da rennt er links runter. Sofort links runter gerollt. Nope, didn't play enough of the break and that'll be short as well. So, das geht jetzt einfach nur berghoch und müsste gerade sein, ein kleines bisschen rechts. Und da haben wir uns das nächste Doppelbogey eingefangen. So, wir gucken aufs Leaderboard. 57. So, wir brechen an der Stelle ab, denn wir können uns das Ganze gleich nochmal anschauen im nächsten Video, denn das waren jetzt die Front 9. Wir kommen jetzt zu Eamon Corner gleich mit der 10, beziehungsweise mit der 11, 12, 13. Wir schauen aufs Leaderboard. Wir schauen aufs Leaderboard. Und am Anfang war das noch alles interessant. Minus 5 ist jetzt mittlerweile der führende Sam Burns. Keegan Bradley ist durch mit einer 69, genauso wie Lanto Griffin, Matthew Nismith und Will Zalatoris. Beide oder alle drei haben die 70 gespielt. Ihr seht also, minus 5 ist im Moment eigentlich das Maß der Dinge, um überhaupt eine Chance zu haben. Wir sind mit plus 8 weit, weit, weit weg abgeschlagen auf dem 57. Und es sieht so aus, als müssen wir tatsächlich hier um den Cut kräftig kämpfen. Also, Fazit für diese Runde ist definitiv, wir müssen im kurzen Spiel deutlich mutiger sein und deutlich, ich sag mal, sicherer spielen, was die Länge angeht. Und was die Patterei angeht, haben wir auch noch entsprechendes Verbesserungspotenzial. Nichtsdestoweniger haben wir uns jetzt so langsam an den, ja, ich will mal sagen, realen Modus hier rangearbeitet. Und jetzt sieht man doch deutlich, dass hier das Feld doch stark ist, sehr, sehr stark ist und wir noch einiges dazu lernen müssen. Das heißt, vor allen Dingen muss ich gucken, dass ich hier mein Equipment noch ein bisschen hier entsprechend verbessere. Zum Beispiel gerade im kurzen Spiel können wir natürlich einiges über Specs erreichen, dass wir unsere Schläger besser hinkriegen. Und ich muss hier, denke ich, auf jeden Fall auch noch ein bisschen üben, was das Putten, vor allen Dingen die Tiefe angeht. Denn die Länge hat überhaupt nicht gepasst. Wir waren eigentlich immer zu kurz in ein, zwei Ausnahmen und da waren wir wieder deutlich zu lang. Das heißt, die Maßgabe hier eigentlich an den Stock zu kommen mit dem ersten Putt haben wir doch meistens verfehlt. Nichtsdestoweniger war das eine spannende Geschichte und freut euch auf die Back 9, die es dann auch in Kürze geben wird. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken und mich ein bisschen, ja, erholen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst wieder auf den Back 9 in der ersten Runde Augusta National, das erste Major des Jahres, an dem wir als Amateur teilnehmen dürfen, weil wir die British Amateur Championship gewonnen haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Abo freuen.